Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mike und heute zeige ich euch mal die Unterhaltskosten von meinem C400. Wundert euch nicht, wenn ich die ganze Zeit runterschaue, weil hier habe ich mir mal alles aufgeschrieben, alles detailliert hingeschrieben, was ich eigentlich monatlich bezahle an Unterhalt für dieses Fahrzeug. Und einige von euch haben auch gefragt, wie viel das Fahrzeug im Unterhalt kostet. Deshalb möchte ich die Frage heute klarstellen. Es ist nicht allzu teuer, wie ich erwartet hätte. Es ist günstiger, als ich gedacht hätte, aber letztendlich müsst ihr selber für euch wissen, ob das für euch günstig ist oder ob das für euch teuer ist. Ich muss sagen, ich bin damit zufrieden. Ich würde mal sagen, wir beginnen direkt. Ich starte direkt mit der Versicherung. Die Versicherung ist natürlich bei jedem unterschiedlich. Ich bezahle monatlich Vollkasko versichert, 150 Euro Teilkasko und 400 Euro Vollkasko. Sind wir bei 85 Euro. Ich habe die Schadensfreiheitsklasse 6. Ich muss sagen, 85 Euro monatlich, das ist wirklich nichts. Das ist, in meinen Augen ist das nicht viel Geld, weil ich teureres gewohnt war. Ich habe einen Nissan 350Z vorher gehabt und bei dem habe ich locker über 100 Euro monatlich bezahlt. Der war nur Saison angemeldet, deshalb kann ich euch nicht genau sagen, wie viel ich monatlich bezahlt habe. Aber es waren auf jeden Fall deutlich über 100 Euro und einige Leute wollten meinen Nissan 350Z gar nicht versichern, beziehungsweise einige Versicherungen wollten mein Fahrzeug nicht auf mich versichern, weil ich erst 19 war. Das heißt, ich musste noch einen Elternteil angeben und das Ganze war dann echt verdammt teuer. Und ja, das Fahrzeug ist auf mich selber angemeldet, da habe ich keinen Elternteil drauf versichert. 85 Euro Selbstbeteiligung, 85 Euro Selbstbeteiligung sage ich schon, 85 Euro monatlich ist wirklich nichts in meinen Augen. Und ja, ich bin absolut zufrieden, was das angeht. Genau, da kommen wir mal zu der Steuer. Ich bezahle für die Steuer 232 Euro jährlich, also nicht ich, sondern ein C400-Fahrer würde 232 Euro jährlich bezahlen. Das ist vollkommen in Ordnung, das wären dann 19 Euro monatlich. Ich bezahle mehr, da kommt auch ein extra Video dazu. Es geht darum, mein Fahrzeug ist importiert worden aus der USA und da herrscht ein anderer CO2-Ausstoß und hier wurde auch ein anderer CO2-Ausstoß gemessen. Deshalb ist das ein bisschen nervig. Ich bezahle knapp 400 Euro, aber das kommt alles noch. Das erzähle ich euch in einem anderen Video, warum ich ein Fahrzeug aus der USA habe und nicht aus Deutschland. Ihr könnt es euch bestimmt schon denken. So, das wären dann 85 Euro Vollkasko versichert, 19 Euro monatlich Steuer. Und jetzt kommen wir zum Sprit. Benzin, also normalerweise tanke ich immer nur Super Plus mittlerweile. Anfangs habe ich nur Super getankt, weil auch Super 95 freigegeben ist. Mittlerweile ist das Fahrzeug optimiert und deshalb fahre ich nur Super 98 oder 102 oder 100 Oktan. Meistens tanke ich auch bei der Aral. Nur wenn es dann mal irgendwo nicht geht, dann tanke ich auch mal günstiger, wenn es zum Beispiel irgendwo auf dem Weg ist, wenn ich irgendwo hinfahre oder sowas und da habe ich auch keinen Bock die ganze Zeit unbedingt nach einer Aral-Tankstelle zu suchen, dann tanke ich auch mal Super 95, nimm mir es nicht böse, aber so ist es halt, so ist die Realität. Ich kann euch nicht die ganze Zeit erzählen, dass ich die ganze Zeit 102 Oktan fahre, weil ja, soll jeder davon halten, was er will. Das wären dann bei mir Sprit im Monat zwischen 100 und 200 Euro. Das kommt auch immer drauf an, wie viel ich fahre. Ich fahre nämlich eigentlich ziemlich viel für einen Benziner. Ich fahre um die 20.000 Kilometer im Jahr und ja, in letzter Zeit eher weniger, wegen Corona bedingt eher weniger. Deshalb habe ich das mal jetzt so berechnet. Die letzten 1.000 Kilometer, die ich gefahren bin, habe ich 11 Liter verbraucht. Normalerweise verbraucht mein Fahrzeug weniger, aber da ich die Auspuffanlage erst seit 1.000 Kilometer habe, ist auch dementsprechend höher. Da fahre ich auch ein bisschen zügiger. Ich habe auch so einen perfekten Mix zwischen langsam fahren, zügiger fahren und schnell fahren auf der Autobahn. Deshalb 11 Liter, vollkommen in Ordnung für ein Auto mit über 400 PS. Standard sind es 333 PS und da habe ich auch weniger verbraucht, weil ich noch nicht die Auspuffanlage drunter hatte. Die Auspuffanlage hat natürlich dazu geführt, dass ich hier und da mal schneller fahre. Zum Beispiel in einem Tunnel oder sowas. Davor hat mich das absolut nicht interessiert. Aber jetzt möchte ich mal auch ein bisschen was auf die Ohren kriegen. Und ja, da wären wir bei durchschnittlich 150 Euro im Monat nur für Benzin. Und das geht auch vollkommen klar. Ja, was soll ich euch dazu noch sagen? Dann wären wir mal bei 85 plus 19 plus 150. Ich schließe euch das auch alles hier auf, dass ihr das genau mitverfolgen könnt und mitrechnen könnt. Da sind wir dann bei 254 Euro insgesamt bis jetzt. Und jetzt kommen natürlich auch die Verschleißteile. Die Verschleißteile gehören zu den Unterhaltskosten dazu. Und dazu gehören auch Reifen. Ich fahre auf den Sommerrädern Falken FK 510. Habe ich 540 Euro bezahlt. Nagelneu, muss man dazu sagen. Und im Winter fahre ich die Imperial Snow 3. Das sind, na, ich will nicht sagen Billigreifen, es sind gute Reifen, die wirklich sehr gut abgeschlossen haben bei verschiedenen Reifentests. Deshalb habe ich mir die auch geholt und ich lege auch nicht so viel Wert auf Winterreifen. Klar, man sollte schon Wert darauf legen. Das habe ich auch gemacht, indem ich mir auch Testberichte und alles angeguckt habe.
Und ich wollte aber auch nicht so viel Geld ausgeben für Winterreifen, weil Winterreifen fahre ich sowieso nur 3 Monate ungefähr. Und da soll es wirklich nicht die Welt kosten. Da würde ich auch, ich persönlich würde mir auch niemals Michelin-Reifen oder sonst was holen für den Winter. Finde ich unnötig. Dann wären wir bei 760 Euro für 4 Sommer- und 4 Winterreifen. Vollkommen in Ordnung. Für 18 Zoll und 19 Zoll. Und Reifen wechsle ich ungefähr alle 3 Jahre. Winterreifen behalte ich schon länger. Aber Sommerreifen sind wirklich so, alle 3 Jahre sind die am Ende. Kommt halt auch immer auf eure Fahrweise an. Ich bezahle dann, wie gesagt, 760 Euro für die Reifen, alle 3 Jahre. Und zu den Reifen gehören auch natürlich die Bremsen. Bremsen ist ein teurer Spaß, muss ich ehrlich zugeben. Bremsen hinten plus Belege, also Scheiben plus Belege, mit Einbau sind ca. 300 bis 350 Euro. Der Einbau aber, dafür bezahle ich sehr wenig Geld, weil ich jemanden kenne, der das für mich macht. Der macht das auch verdammt gut. Deshalb mache ich das auch bei ihm. Und ich denke mal, nur die Scheiben und die Belege müssen zwischen 250 und 290 Euro kosten. Wobei ich da auch nur Mercedes Originalteile benutze. Und ich kenne jemanden, der bei Mercedes arbeitet, der mir dann auch Mitarbeiterrabatt gibt. Das bleibt unter uns. Und da bin ich bei 300 bis 350 Euro nur für die Hinterachse. Das geht vollkommen klar. Und für vorne, da steht jetzt bei mir demnächst an, vorne die Belege und die Scheiben und der Einbau werden zwischen 500 und 600 Euro kosten, was eine Stange Geld ist. Also das ist wirklich verdammt viel Geld, aber das Auto muss ja auch bremsen. Und ich benutze dann nur Originalteile, weil ich bei meinem alten Mercedes, den ich hatte mal einen 3 Liter Diesel Mercedes, da haben die Bremsen angefangen vorne zu rattern und zu stottern und das kamen einfach komische Geräusche beim Bremsen, weil ich nicht Originalteile benutzt habe, sondern Zubehörteile. Und das haben mir die Leute dann bei Mercedes gesagt, dass das des Öfteren mal passiert, dass wenn man die Originalteile nicht nimmt, öfter irgend so ein Blödsinn passiert. Also deshalb benutze ich nur die Originalteile, würde ich auch so weiterempfehlen. Dann der Service. Ich habe vor kurzem den großen Service gemacht, das waren zwischen 500 und 700 Euro. Ich habe auch einiges weggelassen, zum Beispiel wie Luftfilter wechseln oder sowas. Das habe ich persönlich selber gemacht, weil das sind 2 Klicks und dann hast du die neuen Luftfilter drin. Finde ich unnötig, die haben dafür 60 oder 70 Euro verlangt, deshalb habe ich das komplett weggelassen direkt. Der Service bei Mercedes natürlich wären dann bei dem großen Service 500 bis 700 Euro und beim kleinen Service zwischen 300 und 500 Euro. Kommt natürlich immer drauf an, was ihr da alles machen lässt. Ich habe einiges weggelassen, deshalb bin ich auch so günstig davon gekommen. Das wäre der Service. Ich persönlich würde ihn auch nicht mehr bei Mercedes machen, weil ich hatte vorher einen Denkfehler gehabt. Ich habe immer gedacht, so ja, wenn ich das mit Auto bei Mercedes Checker pflege, ich das dann teurer verkaufen kann, was natürlich stimmt. Aber man muss so überlegen, die 2000 Euro, die du dann dafür mehr bekommst, lohnt sich das, wenn du jährlich oder sagen wir mal alle 2 Jahre 500 bis 700 Euro ausgegeben hast? Das rentiert sich nicht, weil wenn ich den Service bei meinem Kumpel mache, der den wirklich gut macht und mir auch einen Stempel gibt und alles drum und dran, also alles über die Firma natürlich macht, alles regelkonform, sagen wir es mal so, wären das anstatt 500 Euro für den großen Service, wären es 250 Euro gewesen. Ihr hättet schon 250 Euro gespart und für den kleinen wären es 100 Euro. 100 bis 150 Euro. Deshalb, ich mache das nicht mehr bei Mercedes, nicht weil ich unzufrieden bin dort, sondern weil mir das Geld einfach zu schade ist, bin ich ganz ehrlich. Und zu den Unterhaltskosten gehört auch natürlich das Autowaschen dazu. Autowaschen mache ich alle 2 Wochen, beziehungsweise habe ich gemacht. Mittlerweile lasse ich es etwas schleifen, weil, wie soll ich sagen, ich etwas faul geworden bin. Das mache ich aber jetzt demnächst nicht mehr, weil der Sommer ist sowieso immer die beste Zeit, um das Auto zu waschen. Ich feiere das mega, mir macht es auch mega mäßig Spaß, wenn ich das Auto alle 2 Wochen waschen kann. Im Sommer mache ich sogar meistens jede Woche. Aber ich habe mal so berechnet, Autowaschen alle 2 Wochen, entweder von Hand oder durch die Waschstraße, sind das monatlich ungefähr 15 Euro, was in Ordnung ist, was auch nicht wirklich allzu viel ist. Also jetzt mal alles berechnet, ne? Ihr seht jetzt hier alles aufgelistet. Halten wir einmal 85 Euro Vollkasko, 19 Euro Steuern, dann 150 Euro Benzin. Was will der denn? Ah, okay, alles gut. 150 Euro Benzin, 21 Euro monatlich für die Reifen, 20 Euro monatlich für die Bremsen und 15 Euro für das Autowaschen. Macht insgesamt 310 Euro monatlich. Das mit den Verschleißteilen berechnet, aber ohne den Service. Den Service habe ich extra weggelassen, weil jeder von euch macht das bestimmt irgendwo anders. Deswegen kann man das pauschal nicht wirklich sagen. Ja, 310 Euro monatlich mit den Verschleißteilen. Aber wenn man jetzt die Verschleißteile weglässt, weil die Verschleißteile kauft ihr euch eh alle 4 Jahre oder alle 3 Jahre mal, sind wir bei 269 Euro monatlich, was ich persönlich vollkommen in Ordnung finde. Ich finde, das ist nicht wirklich viel Geld.
Aber man muss halt vor Augen haben, dass der Fahrzeugkauf da ja noch nicht drin ist. Das sind einfach die laufenden Kosten, die man jeden Monat hat für dieses Fahrzeug. 270 Euro. Da ist das Fahrzeug nicht gekauft und da ist der Service nicht drin. Das ist viel Geld, auf jeden Fall. Aber ich habe damit gerechnet, deshalb habe ich mir auch das Auto gekauft. Und wenn man das im Vorhinein weiß, ist es natürlich ganz gut, um abzuschätzen, ob man sich das Auto leisten kann oder nicht. Und ja, da kann man sich das leisten, wenn man es will, natürlich. Natürlich muss man dann ein paar Abstriche machen, aber ich bin ganz offen, für mich hat sich diese Entscheidung gelohnt und ich würde es auch immer wieder machen. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ich euch auch weiterhelfen konnte, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch einen Kommentar. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Falls ihr Kritik habt, lasst auch gerne mich das in der Kommentarbox wissen. Falls ihr noch kein Abonnent seid von meinem Kanal, abonniert mich gerne. Mich pusht das immer sehr. Da weiß ich ganz genau, dass euch die Videos gefallen und dass ich in Zukunft mehr bringen werde. Beziehungsweise ich bringe auf jeden Fall in Zukunft mehr. Sagen wir es mal so. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, aktiviert auch die Glocke, dass ihr auch nichts verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein. Ciao.